Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Aufführung aus unserer Forum-Theater-Reihe Sauereien in Regensburg. Mit dieser Reihe wollen wir, wie der Name schon sagt, Sauereien, also Ungerechtigkeiten in Regensburg, öffentlich machen und diskutieren und natürlich möglichst auch versuchen, Abhilfe zu schaffen. Abhilfe schaffen wollen wir zum Beispiel dadurch, dass Mensch hier auf unserer kleinen Bühne schon mal üben kann, wie das vielleicht ausschauen könnte. Augusto Boal, der diese Theaterform erfunden hat, das ist eben der Sinn vom Forum Theater. Einerseits möchten wir sichtbare Missstände auf die Bühne bringen, andererseits aber gemeinsam per Theater Lösungsvorschläge für die Praxis durchspielen, hier auf der Bühne, wo eigentlich nichts passieren kann, haben wir einen geschützten Raum. Beim Forum Theater wird die Grenze zwischen Zuschauerinnen und Schauspielerinnen aufgelöst. Alle können zuschauen, aber alle können auch einmal auf die Bühne kommen. Augusto Boal, der diese Theaterform erfunden hat, hat deshalb nicht mehr von Schauspielern und Zuschauern geredet, sondern von sogenannten Zuschauspielern. Ihr habt sicher schon mal gehört, dass sich Schauspieler, bevor sie auf die Bühne gehen, erst einmal etwas locker machen, aufwärmen. Und da wir jetzt ja praktisch alle Schauspieler sind, beziehungsweise Zuschauspieler, haben wir uns gedacht, dass wir das einmal gemeinsam tun, dass wir locker werden für später. Und dafür übergebe ich jetzt an Marianne, die hat ein paar schöne Sachen ausgedacht. Und ich glaube, der erste Schritt ist ja erstmal, dass man ja immer aufregt, weil so viele Leute da sind, die man nicht kennt und dann soll man hier auf diese Bühne kommen und das ist total beängstigend. Und damit das schon mal sofort verfliegt, würde ich euch bitten, einfach mal euch zum Hintermann, Hinterfrau umzudrehen oder vor euch einfach mal die Hand zu geben und euch den Namen zu nennen und euch einfach mal kurz kennenzulernen. Ich fange hier vorne mal an, jeder mal unter sich. Hi, Johannes. So, dann wendet euch doch mal zu eurem rechten Nachbarn oder rechten Nachbarin, ob ihr sie jetzt kennt oder nicht, ist egal, und nennt einfach mal euren Lieblingsfilm oder euer Lieblingsbuch oder das, was euch gerade einfällt, was ihr wirklich gerne mögt. Einmal zur linken Seite. Okay. Wenn da niemand ist, dann tut jemand hin, dann ist auch von vorne. Da kannst du auch nach vorne. Ja, ich Okay, zur anderen Seite. Sucht euch jemand Neues, mal zur anderen Seite gewendet, also nach rechts hin oder halt hinter oder vor euch, mit dem ihr vielleicht noch nicht gesprochen habt, irgendwas, bevor euch richtig ekelt oder was ihr echt überhaupt gar nicht leiden könnt. Okay, dann die Aufmerksamkeit wieder mal nach vorne, bitte. Jetzt haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt, jetzt ist es alles schon mal nicht mehr so schlimm hier. Und weil wir jetzt alle aus diesem Alltag kommen und alle irgendwie auch schon heute wahrscheinlich einen Arbeitstag oder einen Uni-Alltag oder was auch immer hatten, wollen wir auch körperlich eine kleine Sache machen, die ist ganz einfach. Die meisten kennen die erste wahrscheinlich. Probiert mal das aus. Und dazu machen wir das. Ich glaube, das können die meisten ganz gut, weil es jeder schon mal probiert hat. Und jetzt wechselt mal die Hand. Und oben das Klopfen macht man dann nicht im Kreis. Das passiert nämlich ganz oft. Okay, gut, das können ganz viele. Jetzt machen wir so eine ähnliche Übung. Hier gehen wir mit der rechten Hand, machen wir einen Kreis in der Luft.
Und mit der linken, das kann man erstmal extra üben, machen wir einfach ein Kreuz. Und jetzt versuchen wir das gemeinsam. Ich kann es auch nicht. Vielleicht klappt es irgendwann einmal, aber wenn es gar nicht klappt, ist es auch gar nicht schlimm. Kontrolliert keiner. Okay, wunderbar. Alle, die ein Getränk oder kein Getränk in der Hand haben, können mal das Getränk in die Luft nehmen oder nur die Hände meinetwegen. Einmal ausstrecken. Dankeschön. Ich übergebe mir. Danke, danke. So, ich hoffe, dass ihr jetzt alle ganz heiß seid, dass auf die Bühne kommt. Wie Forum-Theater aber dann funktioniert, das erkläre ich, wenn es soweit ist. Zuerst spielen wir noch ein paar Szenen, eben Sauereien aus Regensburg. In der ersten Folge aus unserer Forum-Theaterreihe Sauereien aus Regensburg setzen wir uns mit dem Thema Miete auseinander. Wir haben drei Fälle aus den wohl hunderten von möglichen Fällen, die es in Regensburg wahrscheinlich gibt, herausgesucht. Alle Fälle sind authentisch. Teilweise haben Vertreter der einzelnen Geschichten heute hier anwesend. Vielleicht später bei der Schlussdiskussion können die vielleicht noch die ein oder andere Frage beantworten oder ein paar Dinge dazu sagen. Vielleicht habt ihr gesehen, wir da mal heute filmen. Wir möchten mal diese Sachen auch im Internet veröffentlichen, aber nur die Spielszenen der Schauspieler. Also nicht die Interventionen, wenn sie auf die Bühne geht. Das verlässt diesen Raum nicht. Ja. Also da möchten wir erstens keinen Druck ausüben und zweitens wollen wir da keinen Druck ausüben. Jetzt aber zu unseren Fällen. In unserer ersten Geschichte beschäftigen wir uns mit dem Thema Privatisierung von Sozialwohnungen. Ihr wisst sicher, dass sich der Staat mehr und mehr aus dem Neubau von Sozialwohnungen zurückzieht. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger Sozialwohnungen, da nach 20 bis längstens 40 Jahre die Sozialbindung wegfällt. Es wird geschätzt, dass jetzt zurzeit in Deutschland um die 4 Millionen Sozialwohnungen fehlen. In Regensburg mehrere tausend. Es wird zwar viel gebaut in Regensburg, ja, das sieht man ja, aber selten entstehen Wohnungen, die sich ein Durchschnittsverdiener leisten kann. Und mittlerweile ist es auch schon so, dass angebliche Sozialwohnungen auch schon einen Mietpreis haben, wo sich jetzt eigentlich ein normal Durchschnittsverdiener, bei der Kasse habt ihr ja gesehen, der Durchschnittsverdiener findet, verdienst so 1600 Euro netto, aber mit Familie und allem drum und dran zum Teil gar nicht mehr leisten kann. Und gerade in diesem Viertel, wo wir jetzt sind, hier im Kasernenviertel, wurde in den letzten Jahren wirklich Unmengen von Sozialwohnungen privatisiert, mit den entsprechenden Folgen. Exorbitante Mietsteigerungen und Verdrängung der Mieter und Mieterinnen, die teilweise hier schon ein halbes oder ein ganzes Leben lang gewohnt haben, verbrachten. Die erste Geschichte spielt nur knapp 50 Meter von hier, so in dieser Richtung, im Erika-Weg. Sie beginnt. Vor 29 Jahren. Doppelmansardenwohnung, Raumhöhe ist halt etwas niedrig. Aber das ist doch riesig! 46 Quadratmeter, was dem sozialen Wohnungsbau einem Einzelmieter halt zusteht. Oh, wow. Hier ist das Bad. Mhm. Das ist leider nicht gefliest, nur Stragula am Boden, wasserabweisende Tapeten. Das ist kein Problem, fließen kann ich selber. Gut, ja, auch im Rest der Wohnung sind keine Böden verlegt. Das müssen Sie auch selber machen. Ja, im Baumarkt gibt es ja jede Menge Reste, ganz billig. Gut. Küche? Mhm. Der Herr ist mit Gas? Ja, mit Gas koche ich gern. Und Sie haben ein kleines Kind, hat man mir gesagt. Ja, ich bin quasi halb alleinerziehender Vater. In den Ferien und am Wochenende ist er meistens bei mir. In der Woche ist er meistens bei der Mutter. Dann haben wir was ganz Besonderes für Sie. Eine kleine Abstellkammer. Ist halt sehr niedrig, aber für ein Dreikäse hoch wohl ideal. Ne? Super, er braucht sowieso ständig kleine Häuser. Schauen Sie ruhig mal rein. Das wird Ihnen gefallen. Super. Wie heißt er denn? Sebastian heißt er. Ja. Vorne haben wir das Schlafzimmer, aber natürlich Ihre Sache, wie Sie das machen, wie Sie es einteilen.
Ja, ich glaube, es wird dann eher mein Arbeitszimmer. Und schließlich? Ja, die gute Stube, das Wohnzimmer. Sogar mit Blick ins Grüne? Ja, Schrebergärten halt. Und das alles für nur 120 Mark? 124 Mark 19. Wissen Sie, ich suche schon seit Monaten und alles viel zu teuer. Dann habe ich den Tipp bekommen mit den Sozialwohnungen, habe auch gleich eine beantragt und einen Wohnberechtigungsschein erhalten. Und nur einen Monat später stellt mir das Amt zwei Wohnungen zur Verfügung. Hier im Erika-Weg und noch eine in der Humboldtstraße. Das ist wirklich so ein Glück für mich, als ob ich träume. Von der Vormieterin müssten Sie allerdings die Nachtspeicheröfen übernehmen. Das sind 600 Mark. Von unserer Seite, vom gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft, werden leider keine Heizungen gestellt. Also früher waren hier überall Holzöfen drin, aber die sind schon längst verschrottet. 600 D-Mark? Naja, für eine komplette Heizung ist das natürlich fast nichts. Ja, da haben Sie recht. Ja, das Geld trage ich schon irgendwie auf. Die Wohnung nehme ich. Sie können sich natürlich auch noch die Wohnung in der Humboldtstraße anschauen. Nein, nein, die Wohnung hier, die nehme ich. Ja? Ja. Na gut, dann hole ich mal die zweiten Schlüssel. Offiziell läuft der Mietvertrag erst ab nächsten Monat, aber Sie können natürlich sofort rein. Ist ja frei. Dankeschön. Wahnsinn! Meine erste eigene Wohnung! Woo! Lage in Regensburg, Erika-Weg 1 bis 13. Für euch? Hä? Veräußerung unseres Wohnhauses? Eigentümerwechsel? Ja, scheiße. Sehr geehrte Damen und Herren, da bekanntlich jedes Jahr seine Neuigkeiten und Überraschungen mit sich bringt, dürfen wir Ihnen heute mitteilen, dass wir für unsere vorgenannte Wohnanlage einen neuen Eigentümer gefunden haben. Mit notariellem Kaufvertrag wurde das in Betreff genannte Anwesen an die deutsche Ennington Immobiliengruppe verkauft. Als Tag des Besitzübergangs wurde der 1. Januar 2003 vereinbart. Jetzt haben sie mich einfach verkauft. Grüß Gott, wegen der Sache angetan? Ja, wegen der Mieterhöhung wieder mal. Meine ehemalige Sozialwohnung ist ja 2003 privatisiert worden. Und seit der Zeit, ich kann meine Uhr danach stellen, bekomme ich pünktlich alle 3 Jahre eine Mieterhöhung. Jedes Mal 20%. Und da wollte ich jetzt mal fragen, ob ich irgendwas dagegen machen kann und ob das überhaupt rechtens ist. Haben Sie das Schreiben von der Mieterhöhung dabei? Ja, hier. Bei den Zuschlägen und Abschlägen könnte man da vielleicht einhaken. Da steht gute Wohnlage. Aber eine gute Wohnlage ist das nicht bei euch. Höchstens eine mittlere. Mittlere. Ich habe mich mit diesen Sachen noch nie so richtig auseinandergesetzt. Was bedeutet das? Der Vermieter kann halt bis zur Vergleichsmiete erhöhen. Die Mietgeldstelle. Für eine gute Wohnlage kann einen Zuschlag verlangen, aber es ist ja eine mittlere Wohnlage. Okay, das sind alles böhmische Dörfer für mich. Zuschläge? Also, wenn man den Zuschlag für gute Wohnung abrechnet, dann sind wir mit der Mieterhöhung immer noch unter der Vergleichsmiete.
war ja mal eine Sozialwohnung und entsprechend günstig. Eigentlich kann man da jetzt gar nichts machen. Ja, schade. Ja, die ehemaligen Sozialwohnungen. Die wurden ja für ein Appel und ein Ei an Ennington verkauft. Ich kann mich noch genau erinnern. Und jetzt will Ennington weiterverkaufen mit gutem Gewinn. Also Eigentumswohnungen draus machen. Na genau, deswegen bin ich bei Ihnen. Einer guten Freundin von mir haben Sie einen sehr fairen Kredit verschafft. Der Barbara. Ah, der Barbara. Ja. Die geht super in ihrem kleinen, stückligen Häuschen. Ist immer am Werkeln. Sagen Sie ihr bitte einen schönen Gruß von mir. Ja, das mache ich. Jedenfalls habe ich ja das Vorkaufsrecht für meine Wohnung. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob ich mir das leisten kann und finanzieren kann. Haben Sie Kapital? Nee, überhaupt nichts. Dann wird es natürlich schwierig. Nach den Angaben, die Sie gemacht haben, müssten Sie so circa 30 Jahre abbezahlen. Mit 80 dann wären Sie stolzer Besitzer Ihrer eigenen vier Wände. Mit 80 Jahren, da fängt das Leben an. Ne? Mit etwas höherer Tilgung, sagen wir mal etwa das Doppelte Ihrer jetzigen Miete, wären Sie natürlich viel schneller fertig. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Und eigentlich will ich die Wohnung auch gar nicht kaufen. Ich habe einfach nur Angst, richtige Existenzangst, dass der Vermieter Eigenbedarf anmeldet oder die Wohnung modernisiert und ich mir sie dann nicht mehr leisten kann. Und ich meine, die Wohnung ist meine Heimat. Mein Sohn ist da aufgewachsen und ich wohne da schon seit über 20 Jahren. Tja, bei der Modernisierung kann ich Sie etwas beruhigen. Bei dem Kaufpreis macht der Vermieter ca. 6% Rendite, wenn man Ihre Miete als Verzinsung veranschlagt. Das bekommen Sie heute bei keiner Bank. 6%, Wahnsinn. Ja, Modernisierung lohnt sich eben nicht mehr für einen neuen Besitzer. Bis der diese Kosten wieder hereinbekommt, verkauft er lieber mit gutem Gewinn. Und Eigenbedarf, Mansarde, dritter Stock, das kauft keiner als alter Sitz. Okay, da bin ich wenigstens einigermaßen beruhigt. Beziehungsweise ein Bauer-Vermieterverein geschildert habe, handelt es sich bei meiner Wohnung um eine Schlichtwohnung. Das heißt, keine Böden, keine Heizung, beziehungsweise alles von mir selbst eingebaut. 2,20 Meter Deckenhöhe. Im Bad die einfachste Badausstattung und in der Küche ein uraltes Holzkasten. Aber als Schlichtwohnung, wie Herr Bauer behauptet, kann ich das hier nicht betrachten. Also was denn sonst? Wissen Sie, was Sie normalerweise für eine Wohnung dieser Größe in Regensburg hinblättern? Wissen Sie was? Ich glaube eigentlich, dass ich schon zu viel bezahle. Seit meinem Einzug vor 20 Jahren hat sich meine Miete fast verdreifacht, obwohl Sie nichts an meiner Wohnung gemacht haben. Sie können ja Wohngeld beantragen. Das heißt, die Allgemeinheit soll also Ihre Mieterhöhung bezahlen? 6% Rendite machen Sie schon, hat mein Bankberater ausgerechnet. Auf alle Fälle kann man da von einer guten Wohnlage nicht sprechen. Das ist eine mittlere Wohnlage. Das ist eine gute Wohnlage. Hier gibt es zum Beispiel nur ganz wenig Ausländer. Ha! Was soll das denn jetzt heißen? Also gut, bei der Wohnlage komme ich Ihnen entgegen. Dann sind wir bei 26% Abschlägen.
Quadratmeterpreis minus 26% mal 46 Quadratmeter, das sind... Mit meiner Forderung liege ich noch gut unter dem, was der Mietspiegel erlaubt. Das kann nicht stimmen. Ich gebe Ihnen noch einmal 10 Tage Bedenkzeit. Wenn ich dann immer noch keine Zustimmung von Ihnen bekomme, dann geht das Ganze vor Gericht. Das würde ich zwar bedauern in Ihrem Interesse, aber Sie lassen mir keine andere Wahl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich würde zustimmen. Der wird alle Möglichkeiten überprüfen, um Sie zu schikanieren. Spiegel 2012, wohn in Regensburg. Okay. Muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Diese seltsamen Zungen und Abschläge, das will ich jetzt einfach mal kapieren. Okay. Also, die Quadratmeterpreise. Ich habe 46 Quadratmeter, also entspricht das 7,09 Euro. Genauso wie es mein Vermieter gesagt hat. Okay. Aber jetzt diese ja, seltsamen Zungen Abschläge. Okay, die erste Tabelle. Mein Baujahr von 1949 bis 1965 sind immerhin minus 9%. Oh, nicht schlecht. Okay, sehr schön. Hier geht's weiter. Okay, Wohnlage. Das weiß ich jetzt. Mittlere Wohnlage. Ja, ist gleich 0. Okay. Haus- und Wohnungstyp. Hochhaus, Maisonette, ja, betrifft mich nicht. Heizungs- und Sanitärausstattung, Einzelöfen oder keine vom Vermieter gestellte Heizung. Ja, bingo. Minus 15%. Minus 15% weniger. Ja, das macht Spaß. Keine zentrale Warmwasserversorgung, habe ich auch nicht, super. Minus 8%. Und eine einfache Badausstattung, minus 4%. Weiter. Einfache Wohnungsausstattung minus 7%. So langsam läppert sich's. Wärmetechnische Beschaffenheit, das weiß ich jetzt. Mein KHW-Wert liegt von 200 bis unter 250. Das sind nochmal minus 1%. Okay. Ja, das war's. Das sind dann zusammen. Minus 44% Abschläge. Es ist fast das Doppelte, was mein Vermieter mir gesagt hat. Und jetzt wird's spannend. 7,09 Euro minus die 44% mal meine 46 Quadratmeter macht. Ich zahle jetzt schon viel zu viel Miete. Mieterbund Regensburg, hallo. Ja, grüß Gott, hier ist der Kurt Ernst. Es ist Folgendes. Also, es ist jetzt der neue Mietspiegel verabschiedet worden. Und es ist für mich die reinste Katastrophe. Mit dem alten Mietspiegel konnte ich meine alte Mieterhöhung kalt lächelnd abschmettern. Stellen Sie sich vor, mein Vermieter hat mehr Geld verlangt, obwohl ich eh schon viel zu viel über Mietspiegelniveau bezahlt habe. Doch jetzt mit dem neuen Mietspiegel kann mein Vermieter um fast 45% erhöhen. Einfach, weil ein Haufen Abzüge wegfallen. Das kann ich nicht akzeptieren. Warum soll meine Wohnung über Nacht um so viel mehr Geld wert sein? Ich habe also die neue Mieterhöhung abgelehnt. Und jetzt geht das Ganze vor Gericht. Aha. Und weil ich ja gehört habe, dass der Mieterbund auch sich sehr gegen den Mietspiegel eingesetzt hat. Ja, das ist richtig. Habe ich mir gedacht, ich melde mich einfach mal bei Ihnen. Und wollte einfach nur
ein paar Tipps, wie ich mich vielleicht vor Gericht verhalten soll. Einfach eine unverbindliche Beratung. Ja, Herr R., da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, so etwas machen wir generell gar nicht. Wenn es vor Gericht geht, sind wir draußen. Ja, ich weiß. Als ich vom Mieterverein zu Ihnen kam, weil der mich so schlecht beraten hat, habe ich keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Das heißt, ich verteidige mich jetzt selber vor Gericht. Und vielleicht bekomme ich noch Prozesskostenhilfe, aber da habe ich bis jetzt noch keinen Bescheid bekommen. Ich wollte wirklich nur eine unverbindliche Beratung, ein paar Tipps. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber so etwas machen wir generell nicht. Wenn es vor Gericht geht, können wir Sie nicht weiter beraten. Das ist bei uns so festgelegt. Ja, wie festgelegt? Davon habe ich nichts gelesen. Sonst wäre ich doch gar nicht bei Ihnen angetreten. Herr R., da kann ich Ihnen jetzt leider nicht weiterhelfen. Das ist bei uns so geregelt, das ist eben so. Das muss ich Ihnen schon sagen, das finde ich jetzt ganz schön heftig. Gerade wenn man als Mieter Professionelle am meisten braucht, wird man einfach vor den Kopf gestoßen. Das ist... Tut mir leid, das sind eben unsere Regeln. Und ich denke, das Gespräch ist hiermit auch erst einmal beendet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Unglaublich. Die Verhandlung im Fall S gegen R. Anwesend sind der Kläger S mit Rechtsbeistand sowie der Beklagte R ohne Rechtsbeistand. So, Herr R., es ist jetzt so. In dieser Stadt gibt es einen vom Regensburger Stadtrat verabschiedeten, qualifizierten Mietspiegel. Dieser wurde nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt. Es steht also außer Frage, dass der Mietspiegel die aktuellen Vergleichsmieten korrekt wiedergibt. Darum verstehe ich nicht, warum Sie die Mieterhöhung ablehnen. Ich glaube nicht, dass der aktuelle Mietspiegel korrekt ist. Ich habe in meiner Wohnung zum Beispiel keine vom Vermieter gestellte Heizung. Das wäre nach altem Mietspiegel -15%. Aber im neuen Mietspiegel taucht dieser Punkt gar nicht mehr auf. Da gibt es nur noch Einzelöfen -6%. Aber ich habe in meiner Wohnung keine vom Vermieter gestellte Heizung. Und ja, die bloße Tatsache, dass zum vorhergehenden Mietspiegel Abweichungen bestehen, reicht nicht aus für die Annahme offenkundiger Mängel des aktuellen Mietspiegels. Aber meine Wohnung kann nicht plötzlich über Nacht teurer geworden sein, nur weil einfach ein paar Abzüge weggefallen sind, ohne dass der Vermieter irgendetwas modernisiert hätte. Es gibt keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass der aktuelle Mietspiegel nicht die Regensburger Vergleichsmieten korrekt wiedergibt. Aber nach akzeptieren Sie die Mieterhöhung? Aber nach altem Mietspiegel von 2012 steht da genau das. Ja, der Mietspiegel von 2012 spielt keine Rolle. Akzeptieren Sie nun die Mieterhöhung oder lehnen Sie sie weiterhin ab? Aber der aktuelle Mietspiegel ist praktisch nur von Vermieterseite aus entwickelt worden. Der Mieterbund ist aus dem Arbeitskreis ausgestiegen und der Mieterverein hat ihn abgelehnt. Damit hat er für mich eine sehr fragliche Legitimation. Der Mietspiegel wurde vom Regensburger Stadtrat nahezu einstimmig verabschiedet. Damit ist er legitimiert. Akzeptieren Sie nun die Mieterhöhung. Aber nach aktuellem Mietspiegel kann mein Vermieter bei mir um fast 45% erhöhen. Hätte meine Wohnung ein anderes Baujahr, wären es sogar 57%. Nach § 138 BGB musste man eigentlich eine solche Mietsteigerung als Mietwucher bezeichnen. Und damit ist sie sittenwidrig. Das habe ich eigentlich auch in meiner Klageabweisung genau. Ich habe Ihre Klageabweisung gelesen. Akzeptieren Sie die Mieterhöhung. Herr S., ich habe Ihnen doch in meiner Klageabweisung ein sehr faires Kompromissangebot offeriert. Ich meine, ich stimme der Erhöhung der Quadratmeterpreise zu. Alles wird teurer, gerade in der Boomtown wie Regensburg. Aber unter Beibehaltung der alten Abzüge von 44%.
Da würden wir uns genau in der Hälfte von dem treffen, was Sie veranschlagen. Herr S., stimmen Sie dem Kompromissangebot zu? Nein. Sie hören es, Herr R. Also, bleiben Sie bei Ihrer Weigerung. Aber ich möchte Sie übrigens darauf hinweisen, dass Sie gegen ein Urteil keine Revision einlegen können, da der Streitwert unter 600 Euro liegt. Und Prozesskostenhilfe? Ist abgelehnt. Ein entsprechender Bescheid wird Ihnen noch zugestellt. Also, bleiben Sie bei Ihrer Weigerung. Akzeptieren Sie die Mieterhöhung? Nein. Der Beklagte beantragt Klageabweisung. Wir kommen nun zur Urteilsverkündung. Der Beklagte wird verurteilt, der Erhöhung der monatlichen Kaltmiete zuzustimmen. Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen. Die Verhandlung ist geschlossen. Es wäre sicher anders verlaufen, wenn Sie einen Rechtsbeistand gehabt hätten. Wie soll ich das denn machen, wenn ich jetzt während der Verhandlung erfahre, ob ich Rechtsbeistand bekomme oder nicht? Und selber leisten kann ich mir keinen Anwalt. Tja, da kann ich auch nichts machen. Auf Wiedersehen. Nein, danke. Ja, das war jetzt die Geschichte so über 30 Jahre verteilt, dass es ja auch wirklich so zugetragen hat. Vielleicht die Insider wissen, dass die Urteilsverkündung normalerweise 4 Wochen erst später ist. Wir haben es jetzt praktisch in die gleiche Szene zusammengepackt, damit wir heute 2 Szenen daraus machen. Aber sonst ist es im Prinzip genauso passiert. Ja. Okay, Dankeschön. So, jetzt gehen wir zum nächsten Fall über. Der hängt eigentlich unmittelbar mit dem zusammen, auch wenn er in einem ganz anderen Milieu spielt. Und zwar dass es zu wenige Sozialwohnungen gibt. Leute, die zum Beispiel von Hartz IV leben müssen, haben praktisch kaum eine Chance, dass eine vernünftige Wohnung wird. Sie müssen im Prinzip alles nehmen, was sie kriegen. Und das Jobcenter spielt mit. Sie bezahlen für die unglaublichsten Bruchbuden Quadratmeterpreise von mehr als 50 Euro hier in Regensburg. Für dieses kleinste Zimmer hier, für die Leute, wo sie auskennen, Mansarde wird nur die Hälfte gezählt, also praktisch nur diese Zimmerhälfte, und Mansardenhöhe unter 1 Meter zählt man gar nicht. Wir haben es mal ungefähr ausgerechnet, das ist in Burgweinting, der Vermieter ist ein Herr D. Vielleicht kennen einige den ausgesprochenen Namen. 4-5 Quadratmeter kriegt man vielleicht raus, aber das ist 1 Meter, dahinter geht es 2 Meter, also rein zum Rumlaufen hat man 3 Quadratmeter. Bad und so ist ein Gemeinschaftsbad mit anderen. Für das verlangt der Vermieter 430 Euro. Das ist ungefähr ein Quadratmeterpreis von 70 Euro. Für 70 Euro. Also das ist in Regensburg und das ist natürlich nicht nur in Regensburg, sondern in vielen anderen Städten genauso. Ja, also in dieser Sozialbetrug von Vermieterseite, wo das Jobcenter mitmacht, man schätzt, dass es deutschlandweit jedes Jahr, wie gesagt in allen Städten, mehrere 100 Millionen Euro, dass dadurch ergaunert werden. Aber nicht nur das Jobcenter wird beschissen und lässt sich betrügen, sondern auch die Ärmsten der Armen werden von den, wie haben wir es genannt, Hardcore-Vermietern systematisch um ihr Weniges gebracht, das sie zum Leben brauchen. Unser nächstes Beispiel zeigt es, wie gesagt, ein authentischer Fall. Und der hat gespielt in diesem Frühjahr. Die erste Szene spielt in diesem Zimmer. Das ist ein Originalfoto von dieser Szene. Die ganze Zeit irgendwelche Ratten. Oh, lass mich.
Ich will hier nicht schlafen. Ich bekomme noch Paranoia. Ich muss hier raus. Ja, wie denn? Ich finde schon was. Ich muss hier einfach raus. Uns vermietet doch keiner was. Kannst vergessen. Nur solche Bruchbuden wie die hier. Ich muss hier weg. Es geht einfach nicht mehr. Sonst werde ich noch krank. Einfahrer und Nichtraucher hat, nämlich bestimmt nicht. Exklusive und helle Zweizimmer Stadtwohnung, 9 Viertel Kandis. Ach, unbezahlbar. Traumwohnung über den Dächern von Regensburg. Nur für Rentner. Oh, shit. Oh, das kann was sein. Zimmer in Altstadtnähe, auch an Mieter von Jobcenter zu vergeben. 30 Quadratmeter. Das Badezimmer befindet sich auf dem Gang. In dem Zimmer befinden sich ein Kühlschrank sowie eine Kochgelegenheit. Ein Abfluss für Abwasser gibt es leider nicht. Puh, das Abspülen auf dem Klo, da wo auch andere kacken gehen. Kaltmiete 350 Euro. Das ist ganz schön happig für ein Zimmer ohne Wasseranschluss. Das schaut auf dem Bild auch nicht aus, als ob das 30 Quadratmeter wären. Bietet sich für Kurzzeitmieter an. Ja, was soll's? 350 Euro zahlt das Jobcenter. Was anderes bekomme ich ja eh nicht. Ja, Vermieter Sandro N. Telefonnummer. Ja, hallo, ich bin der Sandro. Kannst ruhig du zu mir sagen. Ja, ich bin die Franzi, halt. Okay, dann schauen wir uns das Zimmer mal an, würde ich sagen, ne? Dritter Stock, unterm Dach. Okay. Also, wie gesagt, Miete 400 Euro, ein Problem, zahlt das Jobcenter. Auf der Internetseite hat es aber 350 geheißen. Kein Problem, weißt du, die Miete sind 320 Euro, aber dann kommen noch 80 Euro Nebenkosten drauf. Da kannst du dann aber auch so viel Strom und Heizung verbrauchen, wie du willst. Kein Problem. Inklusive Strom? Ja klar, alles Pauschale. Da rechnen wir nicht extra ab. Das schreiben wir auch so den Mietvertrag. Ja, passt eigentlich. Da muss ich nicht extra überweisen. Genau. So, hier auf dem Gang haben wir Gemeinschaftsbad und Klo. Ist halt separat und nicht das Schönste, aber zweckmäßig. Und wie viele Leute teilen sich das? Ja, so 5, 6 Leute, aber kein Problem. Bisher verlief alles ohne Probleme. Und hier haben wir auch schon das Zimmer. Schauen wir mal, ob wer da ist. Da wohnt noch jemand? Ja, aber Anfang des Monats ist der draußen. Scheint keiner da zu sein. Zeig ich es dir jetzt mal geschwind. Da wohnt doch noch jemand. Kein Problem. Also, hier ist das Zimmer. Ist halt nichts Besonderes, ist halt nur ein Zimmer. Sind das 30 Quadratmeter? Nein, das sind 23 Quadratmeter. In der Anzeige habe ich natürlich das Bad dazu gezählt, weißt du? 23 sind es aber auch nicht. Kein Problem, zahlt das Amt. Kühlschrank und Kochgelegenheit sind noch nicht drin. Bekommst du aber natürlich von mir, wenn du einziehst, in 2 bis 3 Tagen. Steht ja auch so im Mietvertrag, ne? Okay, super. Gut, ja, dann stelle ich mal wieder ab. So, und hier haben wir auch schon den Mietvertrag. Ja? Können wir da Kaution drauf? Ja, klar. 900 Euro, aber kein Problem. Das zahlt normalerweise auch das Jobcenter. Ja, aber nur als Darlehen. Die ziehen mir jeden Monat 40 Euro vom Hartz IV ab, bis das abbezahlt ist. Du bekommst die 900 Euro ja wieder von mir, wenn du ausziehst.
Und dann hast du einen Batzen Geld auf einmal. Ja, stimmt. Nein, dann unterschreibe ich. Ja. Kein Problem. Das ist ein ganz normaler Mietvertrag. Ah, warte. Hier schreiben wir noch dazu, Punkt 17.4, die Nebenkosten gelten als Pauschale. Es erfolgt keine Abrechnung. So. Ich bin echt froh, Mann. Endlich eine Wohnung. In dem anderen Loch hätte ich es nicht mal lange ausgehalten. Ja, naja, ich kenne den Vermieter, ja. Der verlangt 450 Euro für nicht mal 10 Quadratmeter. Hartz IV Höchstsatz. Aber weißt du, wenn es das Jobcenter zahlt... Ja, andere vermieten ja nicht an uns. Genau. Apropos, hast du nicht noch einen Kumpel, auch Hartz IVler, der ein Zimmer sucht, weil... Ja. Das da daneben, ja, das wird nämlich auch frei. Ist ein bisschen kleiner, aber ansonsten völlig gleich. Ja, schon. Hey, super, Mann, der wird sich freuen. Ja, wunderbar, der soll sich dann bei mir melden, ja. Okay. Also dann, Franzi, ich muss jetzt weiter, ne? Aber wenn irgendwas ist, ruf einfach an, ich kümmere mich um alles, kein Problem. Paradies. Das freut mich für dich. Du, ich wollte mal mit dir reden, ja? Was Schlimmes? Habe ich irgendwas gemacht? Nein, was ganz anderes. Du bist doch ein ganz lockerer Kerl, ne? Ja, und da habe ich mir gedacht, ich frag dich mal, ob du Bock auf einen Deal hast. Tja, ich weiß nicht. Oh, da springt natürlich auch was für dich dabei raus. Zunächst mal also. Du hast ja vorher auf der Straße gelebt, ne? Und hast da bestimmt noch ein paar obdachlose Kumpels. Klar. Ja, pass auf. Ich habe mir das so vorgestellt. Ich vermiete ein Zimmer in der Bäckergasse 2, also hier, an deine Kumpels, die eben obdachlos sind. Und die wohnen natürlich nicht wirklich hier, weil das Zimmer existiert natürlich gar nicht. Ja? Aber du müsstest halt dann deren Namen auf deinen Briefkasten schreiben, damit die Post ankommt. Und wir kassieren dann vom Jobcenter jeden Monat 400 Euro. 100 Euro bekommst du für dich allein. 150 behalte ich, wenn. Ich trage ja das Risiko. Ne? Und 150 bekommt auch dein armer, obdachloser Kumpel. Weil der muss ja zum Jobcenter gehen und den Mietvertrag abgeben. Ne? Na, was sagst du? Das Jobcenter glaubt das, oder was? Alter, das Jobcenter schaut nie nach, glaub mir. Die wissen doch, dass die verarscht werden. Weil ihr eine reguläre Wohnung ja sowieso nie bekommt. Also, wenn du mir, sagen wir mal, 5 bis 6 Leute anschaffst, sind das jeden Monat 500 bis 600 Euro für dich. Oh, nee, ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Boah, überleg's mir da. An deiner Stelle würde ich es mir echt überlegen. Aber ja, jetzt muss ich auch schon wieder weiter, ne? Also, ciao, aber denk dran. 500 bis 600 Euro für dich. Ciao. Strom. Nur unsere zwei Zimmer. Hä? Wieso das denn? Tja, war eine Plombe dran. Sandro hat wohl unsere Stromkosten nicht bezahlt. Der kümmert sich ja echt um gar nichts. Tja. Wahnsinn. Konnte nicht duschen, Sachen im Kühlschrank gehen kaputt. Du hast wenigstens einen Kühlschrank. Tja. Ich warte jetzt schon fast 4 Monate drauf. Naja, jetzt ist die Plombe jedenfalls wenigstens wieder weg. Ich dreh mal gleich weiter, gell? Du schläfst schon. Ja. Los! Eklig! Schon gesehen? Da ist alles überschwemmt! Boah! Alles gelb! Boah, so schlimm war es doch nie! Boah! Mir reicht's!
Willst du den Sandro an? Tja, auch nicht, aber stehen. Normal geht er nicht ans Telefon. Ah, hey Sandro, gut, dass ich dich erreiche. Hör mal, das Klo ist kaputt. Da ist alles ganz nass. Nein, ist nicht verstopft. Wir waren das nicht. Nein, da rennt unten die Pisse raus. Das ist wahrscheinlich alles undicht. Außerdem wollte ich, genau, ich wollte nur fragen, wo, wann eigentlich mein Kühlschrank kommt. Und die Herdplatte. Du hast doch damals versprochen, innerhalb von 3 Tagen. Und steht ja auch so ein Mietvertrag drin. Was? Wie? Gekündigt? Was? Aber, was, wir sollen ausziehen? In 2 Tagen? Warum denn? Und wieso? Zu laut? Alle im Haus beschweren sich? Ja, bitte. Ja, wer soll das sein? Müll im Gang? Schmeißen doch keinen Müll in den Gang. In der Mülltonne ist der Müll nicht getrennt. Jetzt reicht's aber. Du kannst uns doch nicht wegen sowas einfach rausschmeißen. Was? Das Jobcenter weiß Bescheid. Überweist für den kommenden Monat keine Miete mehr. Aber du hast doch überhaupt nicht abgemahnt. Geschweige denn haben wir eine schriftliche Kündigung. Du kannst doch... Was denn, die Kaution willst du auch einbehalten? Du hast doch die Zimmer noch nicht mal gesehen. Du kannst doch nicht einfach 1.800 Euro einbehalten für die Bruchbuden nach knapp 4 Monaten. Gib uns doch wenigstens noch 1 Monat Zeit. Wir können doch nicht bis übermorgen alle unsere Sachen ausräumen. Wir haben doch noch nichts Neues. Wie stellst du das vor? Was, wieder auf die Straße? Nein. Bitte. Wir lassen uns das aber nicht einfach gefallen. Wenn ihr nicht aufzieht, dann hol ich meinen Vater. Und glaub mir, das wünscht ihr euch nicht. Aber wir können... Hallo? Aufgelegt. Oh, Scheiße. Hey, wo sind wir eigentlich morgen zu meiner Mutter? Der erzähle ich das mal. Vielleicht hat die eine Idee, was man da machen kann. Tja, gute Idee. Wir schaffen das schon irgendwie. Natürlich könntest du wieder bei mir wohnen, aber das kann doch nicht die Lösung sein. Ja, danke, Mom, aber ich will ja auch nicht wieder zur Last fallen. Du bist mir keine Last, aber in deinem Alter ist es doch wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen. Deswegen wollte ich dich da auch eigentlich gar nicht mit reinziehen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Weißt du was? Ich rufe ihn jetzt an und rede mit ihm. Ich gebe dir den Mut. Hallo? Herr Sandro B. N. Danke. Hier ist Ursula B., die Mutter von Franziska. Franziska hat mir erzählt, dass es Probleme gibt, dass sie sie rausschmeißen wollen. Sie können keinen von heute auf morgen rausschmeißen, ohne genaue Begründung und Angaben. Pizzaschachtel? Können wir doch gar keine Pizza leisten. Meine Tochter hat sicher nicht das Geld, sich massenweise Pizzas zu bestellen. Außerdem kann die doch jeder weggeworfen haben. Haben Sie da überhaupt Zeugen? Sie können doch nicht wegen pauschaler Behauptungen jemanden kündigen oder rausschmeißen. Kündigt hat er auch gar nicht. Geschweige abgemahnt. Er hat doch nicht einmal richtig, Sie haben doch nicht einmal richtig abgemahnt. Ihre Freundin hat die Abmahnung mit angehört. Das wird ja immer abenteuerlicher. Damit kommen Sie aber nicht durch. Hey, frag doch mal wegen der Kaution, bitte. Ja, genau. Warum wollen Sie eigentlich die Kaution einbehalten? Das Zimmer war doch nicht einmal gestrichen, als Franziska eingezogen war. Da waren doch lauter gelbe Flecken dran. Ja. Thank you.
Wissen Sie überhaupt, dass das laut Mietvertrag die ganzen Angaben falsch sind? Stimmt, ja. Herdplatte. Ja, das Zimmer hat statt 23 Quadratmeter 12 Quadratmeter nur. Ah, das Jobcenter weiß Bescheid. Ich kann da gerne anrufen. Sie geben mir sogar die Nummer von Frau D. 0941 65 321. Danke, Herr N. Wir werden uns schon widersprechen. Und jetzt werde ich beim Jobcenter anrufen. 0941. Hallo? Hier ist Frau Ursula B., die Mutter von Franziska. Sie hat mir erzählt, dass Sie für kommenden Monat nicht mehr die Miete überweisen wollen, da der Vermieter bei Ihnen angerufen hat. Aber Franziska wohnt da noch und sie wird auch nicht ausziehen, oder? Wissen Sie überhaupt, dass laut Mietvertrag die Angaben alle nicht stimmen? Und von wegen Kochgelegenheit? Das Zimmer hat übrigens nur 12 Quadratmeter. Ah, Sie wissen Bescheid. Das sollte Sie aber interessieren. Sie bezahlen hier den reinsten Mietwucher. Und dann helfen Sie nicht einmal den Leuten. Und dann ziehen Sie dann wieder das Geld von der Kaution ab. Von diesen armen Schweinen. Wissen Sie überhaupt, was das für einen armen Menschen bedeutet? Sie machen sich mitschuldig. Ja, dann schauen wir uns die neue Wohnung mal an, ne? Ja, sehr gern. Also, dritter Stock unterm Dach, ne? Miete 400 Euro, kein Problem. Inklusive Strom. Ja, klar. Alles Pauschale. Und da rechnen wir nicht extra ab. Das steht auch so im Mietvertrag übrigens. Hey, danke nochmal, dass ich bei dir duschen durfte und mir Wasser holen durfte. Echt schön, so einen netten Nachbarn zu haben. Ja, du, kein Problem. Und danke nochmal für deinen Kaffee, ne? Ja, ist doch das Mindeste. Echt eine Frechheit, dass sie euch einfach das Wasser abgestellt haben. Tja. So, hier auf dem Gang haben wir Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsklo. Aber kein Problem, alles lauter nette Leute hier. Und hier haben wir auch schon das Zimmer. Jetzt schauen wir mal, ob jemand da ist. Da wohnt noch jemand? Ja, aber Anfang des Monats ist die draußen. Okay. Scheint keiner da zu sein, dann zeige ich es dir jetzt mal geschwind. So, also wie du siehst, schön hell, herrlicher Blick auf Regensburg. Aber das sind keine 30 Quadratmeter, oder? Nein, das sind 23 Quadratmeter. In der Anzeige habe ich natürlich das Bad dazu gerechnet, weißt du? Mhm. Okay. Kühlschrank und Kochgelegenheit stehen jetzt noch nicht drin, aber das kriegst du natürlich von mir in 2 bis 3 Tagen, wenn du eingezogen bist. Okay, na danke. Gut. Ja. Dann schließe ich mal wieder ab. Sag mal, ist das nicht dein Vermieter? So, und hier habe ich auch schon den Mietvertrag. Können wir gleich unterschreiben, ne? Ach, hallo Sandro! Wir wollen schon lange mal quatschen. Ja, nee, jetzt geht's gerade nicht. Du siehst, dass ich deiner Interessentin ein Zimmer zeige, ja? Ja, das kannst du gerne machen, aber wir ziehen hier nicht aus. Ihr zieht aus. Du, ich komme dann später wieder, okay? Bleib doch! Nee, das wird mir jetzt zu heiß. Wir ziehen hier nicht aus. Rein rechtlich kannst du uns nicht einfach rausschmeißen. Ja, wenn es rechtlich zugehen würde, tut's aber nicht.
Ich habe doch noch nicht meine schriftliche Kündigung von dir. Du hast es mir nur bei Franzi ausrichten lassen. Pass mal auf. Am 1. seid ihr draußen. Das ist Fakt. Und wenn ich die Tür eintreten und euer Zeug zum Fenster rausschmeißen muss... Was ist denn hier los? Dad, endlich bist du da. Schau mal, das war jetzt einer von denen, von denen ich dir erzählt habe, weißt schon. Du bist also einer von den Mitrevoluzzer, ja? Du pass mal auf. Wenn ich am 1. noch irgendwas von euch oder eurem Saustall hier sehe, dann findet man die im nächsten Maisfeld. Augen nach oben. Capito! So, dann wäre das ja jetzt geklärt, ne? Und wir gehen jetzt in aller Ruhe nach unten und unterschreiben den Mietvertrag, ja? Ja, unter den Umständen ist nicht genau, ob ich den... Keine Angst. Wenn du hier einziehst, sind diese Penner hier draußen. Das garantiert dir. Kein Problem. Ihr seht es jetzt schon eingeblendet. Der letzte Fall handelt über die Regensburger Stadtbau. Regensburger Stadtbau. Aus dem Leitbild der Regensburger Stadtbau nachzulesen auf der Homepage. Ich zitiere. Die Stadtbau ist ein Tochterunternehmen der Stadt Regensburg. Seit 1921 setzen wir uns dafür ein, die Wohn- und Lebensbedingungen in Regensburg zu verbessern. Dazu schaffen, pflegen und verwalten wir Immobilien mit der Absicht, möglichst viele Bürger und Bürgerinnen mit adäquatem und zeitgemäßem Wohnraum zu versorgen. Eigenverantwortung und Integration sind hier die Schlüsselthemen. So wollen wir es zum Beispiel auch älteren, behinderten und gehandicapten Menschen und durch unterstützende Maßnahmen ermöglichen, eigenständig und komfortabel zu wohnen und möglichst lange in ihren gewohnten Umgebungen verbleiben zu können. Soweit Zitat der Stadtbau aus der Homepage zum Leitbild. Das sind jetzt so ganz schöne Worte, aber mit der Wirklichkeit hat es nicht allzu viel zu tun. So wirft der Regensburger Mieterbund der Stadtbau vor, sie agiere wie eine Heuschrecke. Die ehemalige Quartiersmanagerin von der Humboldtstraße, die Burgi Geißler, hat einen offenen Brief veröffentlicht. Darin schreibt sie, die Mieterhöhungen der Stadtbau in der Humboldtstraße kämen einer Vertreibung der angestammten Bevölkerung gleich. Da haben sie die Mieten zum Teil verdoppelt. Für ganz normale Leute, die haben sich das mal leisten können, eine riesige, ja, unter dem Deck, ist nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, eine riesige Vertreibung. Mit einer Vertreibung der ganz eigenen Art haben wir es auch in unserem nächsten und letzten Fall zu tun. Puh, hoffentlich geht der Aufzug. Es war echt ein harter Tag. Und regnen tut's auch noch. Schon wieder Funktionsstörung. Naja, kein Wunder. Es regnet ja. Da geht er nicht. Na gut, die Stadtbau hat mir zwei Nummern gegeben. Dann gucken wir doch mal, wie dieser Tragedienst funktioniert. So. Hallo? Das ist eine Faxnummer. Die Stadtbau hat mir eine Faxnummer gegeben. Ich pack's nicht. Okay, Nummer 2. Ja, hallo. Dami I hier. Ich bin Bewohner der Roten Löwenstraße und ich sitze im Rollstuhl und der Aufzug ist schon wieder kaputt. Ich bräuchte bitte jemanden, der mich nach oben trägt. Wie, Sie wissen nicht Bescheid? Die Stadtbau hat gesagt, es ist alles geregelt. Ja, also ich komme von der Arbeit gerade nach Hause und ich will gerne in meine Wohnung. Aber der Fahrstuhl ist kaputt und ich bräuchte jemanden, der mich nach oben trägt. 2 bis 3 Stunden? Soll ich so lange auf der Straße stehen?
Wie 24 Stunden vorher? Also, ich bitte Sie, ich weiß doch am Tag vorher nicht, ob der Fahrstuhl morgen kaputt ist. Ja, ach, vergessen Sie es einfach. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe ein Problem. Der Fahrstuhl ist schon wieder kaputt und ich bräuchte bitte jemanden, der mich nach oben trägt. Ein Tragedienst, der käme erst so in 2-3 Stunden und da habe ich kein warmes Wasser mehr in der Wohnung. Wie? Kein warmes Wasser? Die Stadtbau, mein Vermieter, hat die Rehbank angewiesen, ab 21 Uhr für alle 40 Mietparteien das warme Wasser abzustellen. Angeblich Kostenersparnis. Aber ich habe bei der Rehbank angerufen. Was glauben Sie, was das im Jahr pro Mieter so an Kostenersparnis bringt? Keine Ahnung. Tja, 3 Euro im Jahr pro Mieter. 3 Euro? Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Witz. Ich habe noch nie gehört, dass man irgendwo das warme Wasser abbestellt. Und in dem Haus, da wohnen 40 behinderte Mietparteien. Behinderte Menschen sind manchmal auch inkontinent. Da muss man sich doch nachts und abends auch mal waschen können. Das ist ein starkes Stück. Warum machen die das, wenn man da eigentlich praktisch gar nicht rein kann? Da müssen Sie die soziale Stadtbau schon selbst fragen. Sogar ein anwaltliches Schreiben hat bei der Geschäftsführung der Stadtbau gar nichts bewirkt. Nach 4 Wochen und einem weiteren Anwaltsschreiben, da wurde dann die Rehbank als verantwortlich genannt. Naja, und dann hat, der Herr Wanger von der Mittelbayerischen Zeitung, der hat dann nochmal nachgefragt bei Herrn Becker, das ist der Geschäftsführer von der Stadtbau. Und schon hatten wir nach 24 Stunden unser warmes Wasser wieder. Naja, die Prokuristin von der Stadtbau, die meinte dazu, das eine habe mit dem anderen ja nichts zu tun und wie das Leben halt so spielt. Ja, und der Aufzug hier, der spielt auch immer wieder anscheinend. Das ist eine Story für die Zeitung. Ja, das ist ein Skandal, mit dem ich jetzt schon über 10 Jahre leben muss. Wissen Sie, ich habe auch Protokoll geführt. Im letzten Jahr ging über mindestens 313 Tage der Fahrstuhl nicht. 113 Tage? Und in dem Haus sind lauter behinderte Menschen. Ja, 19 davon sitzen im Rollstuhl. Einige trauen sich schon gar nicht mehr aus ihrer Wohnung zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht mehr zurückkommen. Das ist ja unglaublich! Tja, ganz normaler Stadtbaualltag. Aber ich müsste jetzt wirklich dringend mal aufs WC. Ja, kein Problem. Wie müssen wir anpacken? Mieterinnen und Mieter unseres preisgekrönten, barrierefreien und behindertengerechten Wohnkomplexes in der Roten Löwenstraße, Friedelgasse, herzlich willkommen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Joachim Becker. Ich bin Geschäftsführer der Stadtbau GmbH. Hier an meiner Seite meine Pressesprecherin Johanna L. Ich habe diese Mieterversammlung einberufen, da es einiges zu besprechen gibt. Dabei wollen wir aber nicht in die Vergangenheit schauen, sondern vertrauensvoll in die Zukunft blicken und unkomplizierte Lösungen finden. Ein Problem war der Aufzug. Dafür haben wir uns 3 Varianten überlegt, Variante 1 und 2,
wären Außenaufzüge für jeweils 250.000 Euro. Variante 3, ein Aufzug im Haus für 450.000 Euro. Letztere Variante sehen wir als die sinnvollere an. Das heißt, der Aufzug wird nicht mehr außen sein, das heißt im Freien zwischen den beiden durch einen Übergang verbundenen Häuserhälften, wo er den Wettereinflüssen ausgesetzt ist, sondern im Haus. Dafür müssen zwar einige Wohnungen umgebaut werden, hier sind aber nur geringfügige Eingriffe vorgesehen. Ja, bitte? Warum denn innen? Die Reparaturen, die es bräuchte, damit der Außenaufzug wieder richtig funktioniert, sind doch im Grunde minimal. Im Sommer geht der Aufzug nicht, weil die Sonne auf einen Sensor scheint. Und dagegen hilft schon ein Kartoffelsack. Und wenn es regnet, wird eine Platine nass. Und dagegen hilft eine gescheite Isolierung. Fertig. Wenn man auch ganz was Gutes machen will, dann könnte man den Aufzug in Glas einhausen. Das wäre bestimmt alles billiger, als durch ein ganzes Haus zu bohren. Ja, das ist jetzt so festgelegt. Glauben Sie mir, wir haben viele Experten konsultiert. Das ist die optimale Lösung und das ist jetzt so beschlossen. Jetzt geht es nur noch um die Finanzierung des neuen Aufzugs. Wahrscheinlich wollen Sie uns dafür wieder das warme Wasser abstellen. Ja, bei der Finanzierung haben wir uns gedacht, dass Sie sich als Behinderte ja zusammentun und eine Kampagne starten könnten. Da gibt es ja inzwischen so viele Möglichkeiten, übers Internet, Crowdfunding zum Beispiel. Es ist eine gute Idee. Das freut mich. Da kommt bestimmt viel zusammen bei so einem sozialen Projekt. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Ein Herz für Behinderte. Darum spenden Sie für den neuen Aufzug. Wunderbar. Wer könnte das organisieren? Wie helfen Sie uns denn dabei? Das geht leider nicht. Wo geht der denn durch, der neue Aufzug? Ja, hier habe ich den Plan aufgehängt, aber wir sollen uns jetzt wirklich um die Finanzierung... Können Sie den Plan mal richtig aufklappen? Da ist ja meine Hälfte noch total verdeckt. Bitte. Ja, Moment. Das war doch zu schnell. Der geht ja genau durch meine Wohnung. Das ist ein Aufzug durch meine Wohnung. Wie haben Sie sich das vorgestellt? Wie gesagt, dieser Aufzug ist die einhellige Expertenmeinung. Sicher, es wird einige Mietparteien betreffen, aber wir sind sicher, dass wir die unkomplizierteste und vertrauensvollste Lösung finden werden. Ja, das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, und Sie wissen ja, die Stadtbau ist immer für Sie da. Seltsam. Oh, das Telefon, du wieder.
Günther M. Ah, Herr Hage, gut, dass Sie von der Stadtbau anrufen. Gerade eben hat eine Umzugsfirma, die wollen, ich soll umziehen. Was ist für ein neuer Mietvertrag? Nein, Herr Hage, ich habe nicht vor, umzuziehen. Ich will doch nicht umziehen. Das ist doch meine Wohnung. Ich will doch nicht umziehen. Das ist doch meine Wohnung. Entschuldigen Sie, ich unterschreibe keinen neuen Mietvertrag. Hab aufgelegt. Du bist ja ganz durcheinander. Was ist denn? Ja, der Herr Hage von der Stadtbau war dran. Ich soll einen neuen Mietvertrag unterschreiben für eine neue Wohnung. Aber ich weiß ja von nichts. Da soll ein neuer Aufzug eingebaut werden. Durch meine Wohnung. Da kann ich nicht bleiben. Aber ich habe doch noch nicht mal eine schriftliche Kündigung. Seltsam. Grüß Gott! Kommen Sie rein in die gute Stube! Ja, grüß Gott, Herr Dame I. Hallo, Frau Redlich. Und Sie? Schön, dass Sie da sind. Dann können wir alles gemeinsam regeln. Aber erst schauen wir uns einmal die Wohnung an. Sie werden sehen, dass das hier das Beste für Sie ist. Schauen Sie mal, diese Wohnung hier, alles geräumig und hell. Hier, schöne Fenster, kann man rausschauen. Und hier, die Küche. Gell, die ist geräumiger als die Ihre. Zwar ohne Terrasse, aber dafür mit Frischluftzufuhr. Und hier, das Wohnzimmer. Alles natürlich ganz neu gemacht. Und hier... Sagen Sie mal... Wer sind Sie eigentlich? Ja, kennen Sie mich nicht? Ich bin doch der Norbert Hartl von der SPD. Wissen Sie was, Herr Norbert Hartl von der SPD? Mir ist wurscht, wer Sie sind. Hören Sie auf, mir zu sagen, was ich tun soll. Ich kann für mich allein entscheiden, was das Richtige ist. Aber Sie müssen raus! In 3 Wochen beginnt schon der Bau des neuen Aufzugs. In 3 Wochen ist der Baustart. Und wir wissen noch nichts davon. Also, das weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Ja, das regeln wir schon. Sie kriegen schon noch rechtzeitig Bescheid. Wie rechtzeitig? Der Baustart ist in 3 Wochen. Wo sind denn die ganzen Ersatzwohnungen? Oh ja, Sie haben doch jetzt diese Wohnung gesehen. Und Sie beide bestimmen, dass ich diese Wohnung hier zu nehmen habe? Sie wissen genau, dass ich noch einen gültigen Mietvertrag habe. Das ist doch Mietermobbing. Und das vom Vorstand der Stadtbau. Also Sie müssen mir nicht sagen, wie ich meinen Job zu tun habe. Und Sie haben ja jetzt das Angebot dieser Wohnung hier. Hallo? Darf ich fragen, was hier gemacht wird? Wir bauen einen neuen Aufzug ein. Bereit schon mal was vor. Schön, dass ich das als betroffener Mieter zuerst erfahre.
Sie ist ein Mieter hier. Wo wohnen Sie denn? Ja, genau da drüber, also da, wo Sie jetzt das Material abgelegt haben. Ah, das trifft Sie gut, weil ich wollte eh schon mit Ihnen reden, weil ich müsste halt da rein in einer Wohnung. Ich muss da halt durch die Decken bohren, um den Aufzug auszurichten, wissen Sie? Sie wollen durch meine Wohnung, durch mein Schlafzimmer bohren und ich weiß nichts davon. Ja, Entschuldigung, die Stadtbau, die hat uns da den Auftrag gegeben. Ich hätte schon gemeint, dass das alles geregelt ist. Eigentlich, dass die Wohnung geräumt ist. Da ist gar nichts geregelt. Ich ziehe nicht aus. Ich habe ja nicht mal eine Ersatzwohnung. Aber davon weiß ich jetzt nichts. Also, lassen Sie mir jetzt in die Wohnung rein? Nein. Na, kann ich jetzt eigentlich gar nicht weiterarbeiten. Ein Zeuglein muss das dann trotzdem. Tja, das ist nicht mein Problem. Das ist dann das Problem der Stadtbau. Aber die lässt es sich anscheinend viel kosten, Druck auf ihre Mieter auszuüben. Ja, das tut mir leid. Also immer ja alles, was mir gesagt wird. Ja. Ja, wenn Sie mir jetzt nicht noch Ihre Wohnung bauen lassen, dann kann ich eigentlich gar nicht weiterarbeiten. Ja, dann lassen Sie es doch für heute. Dann machen Sie erstmal Mittag. Ciao. Das Abstellen von dem warmen Wasser nach 21 Uhr, das war eindeutig Vertragsbruch. Sie müssen sich das mal vorstellen, sogar im Winter. Ja, das... Ja, und wissen Sie, es lief erst wieder durchgehend warmes Wasser, nachdem ein ausführlicher Artikel in der Zeitung erschienen ist. Das kann ich gar nicht glauben, was Sie mir da über die Stadtbau erzählen. Im Grunde ist es noch viel schlimmer. Mieter werden wiederholt im Auftrag der Stadtbau von Umzugsfirmen angerufen, um einen Termin auszumachen, wann sie denn ausziehen wollen. Aber diese Mieter, die wissen gar nicht Bescheid, dass sie ausziehen sollen. Und dann wird ihnen sogar gedroht, dass sie die Kosten tragen müssen, wenn sie die Termine absagen. Das sind doch Mafia-Methoden. Das hat doch mit einem Unternehmen, mit einem städtischen Unternehmen, wirklich nicht mehr viel zu tun, das auch noch sozial sein soll. Ja, ich muss mich bei Ihnen im Namen der Stadtbaugeschäftsführung wirklich entschuldigen. Ich bin zwar, seit ich zum Oberbürgermeister gewählt worden bin, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtbau. Und mein Kollege Herr Norbert Hartl, der ist schon seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender. Aber von all dem habe ich noch nichts mitbekommen. Glauben Sie mir das? Sie müssen sich das mal vorstellen, wie das für einen Behinderten ist, wenn man nicht aus seiner Wohnung kommt. Oder auch nicht wieder zurück. Die Stadtbauprokuristin Frau Redlich hat mir gegenüber behauptet, diese Wohnanlage, unsere Wohnanlage, sei besonders vandalismusgefährdet. Sie habe mit eigenen Augen gesehen, wie ein Rollstuhlfahrer mehrfach mit Absicht gegen die Aufzugstür gefahren sei. So ein Blödsinn. Und jetzt? Also seitdem feststeht, dass der neue Innenaufzug gebaut werden soll, dann geht der alte fast fehlerlos. Keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber das Problem ist anscheinend behoben. Ja, also wenn der neue Aufzug jetzt wieder funktioniert, dann braucht es ja eigentlich keinen neuen Aufzug mehr. Also das Geld kann man sich wirklich sparen. Ich verspreche Ihnen, ich werde da mal nachhaken und mich in spätestens 14 Tagen bei Ihnen melden. Super, das hört sich gut an. Ja, Sie hören von mir. Auf Wiedersehen. Danke. Dankeschön.
Marie hier. Ist der Herr Wohlbergs zu sprechen? Tut mir leid, Herr Wohlbergs hat leider keine Zeit. Keine Zeit? Ja, also eigentlich wollte er sich ja nach spätestens 14 Tagen bei mir melden. Aber jetzt sind schon fast 2,5 Monate vergangen. Um was geht es denn? Ja, ich habe eine Räumungsklage von der Stadtbau erhalten. Ach ja, da weiß ich ja Bescheid. Wie, Sie wissen Bescheid? Ja, Herr Beckers hat das Herrn Wohlbergs telefonisch Bescheid gegeben. Und er wird sich sicher bei Ihnen melden. Danke. Der Herr Wohlbergs, quasi mein Chef. Grüß Gott, wie geht's? Ja, guten Tag. Ja, es geht so. Ich komme gerade vom Mittelstift, dem Altersheim. Ich habe den armen Leuten sagen müssen, dass sie umziehen müssen. Tja, werde ich aber nicht gerade begeistert gewesen sein. Nein, aber es hilft nichts an. Ein Umzug ist alternativlos. Das Mittelstift ist nach neuesten Pflegegrundsätzen einfach nicht mehr wirtschaftlich. Naja, die Wirtschaftlichkeit. Ja, Sie schauen mich so an. Wollen Sie mir was sagen? Ja, Herr Wohlbergs, warum haben Sie sich eigentlich nicht mehr bei mir gemeldet? Was? Ich? Bei Ihnen? Ja, Sie haben gesagt, Sie wollen der Sache nachgehen und sich nach 14 Tagen bei mir melden. Nichts. Sogar auf meine Anrufe haben Sie nicht reagiert. Ah, die Geschichte mit der Stadtbau. Ja, wissen Sie, ab dem Zeitpunkt, wo es juristisch geworden ist, war ich draußen. Wie ist es denn jetzt gelaufen? Die Gerichtsverhandlung war ein Witz. Um die Hintergründe gehe es nicht. Das hat die Richterin ständig wiederholt. Ziehen Sie das jetzt nicht auf diese Ebene. Dabei wollte ich doch nur die Gründe für meine Mietminderung erklären. Wenn in einem Sozialbau geförderten Wohnprojekt ein fehlerhafter Aufzug kein Grund zur Mietminderung ist, was denn dann? Und wie ist jetzt der Stand der Dinge? Ich habe die Gerichtsverhandlung verloren. Angeblich war meine Mietminderung zu hoch. Der Aufzug war nicht an 113 Tagen defekt und funktionsgestört gewesen, sondern nur an 66. Als ob das nicht reichen würde. Ich bin behindert. 66 Tage ohne Aufzug heißt 66 Tage eingesperrt. Das ist Arbeitsausfall und Freiheitsberaubung. Aber die Richterin nur wieder, ziehen Sie das doch jetzt nicht auf diese Ebene. Das bringt doch nichts. Ja, wissen Sie, ich... Der Herr Becker von der Stadtbau und die Frau Redlich und deren Rechtsanwältin, die haben sich sichtlich amüsiert. Das war keine Gerichtsverhandlung, das war eine Hinrichtung. Tja, mein nächster Termin... Ja, und wissen Sie, das geht jetzt schon über 10 Jahre so. Und ich als geschädigter Mieter habe jetzt die Gerichtskosten zu tragen in Höhe von 3.200 Euro. Und die Stadtbau, die besteht weiterhin auf meinen Auszug zum 30.06.2015, obwohl die Mietrückstände längst bezahlt sind. Ja, da muss ich dann vielleicht nochmal mit Herrn Becker reden. Das wäre klasse. Ah ja, aber jetzt muss ich wirklich weiter. Also, entschuldigen Sie. Was machen Sie da eigentlich? Ach, ich putz nur die Stadtbau. Die ist nämlich nicht ganz sauber.